So, moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oxygen Not Included. Ja, da sind wir wieder. Und ja, ich habe mir ein bisschen nebenbei aufgefallen, dass hier einige Pflanzen immer in den Wachstumsstopp gehen. Da sieht man ja Luftdruck. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen Probleme. Was auch so ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir hier nicht mehr so viel Luft reinpusten. Da haben wir so ein bisschen, ich weiß nicht, wir haben hier wenig Sauerstoff, was wir gerade reinkriegen. Zumal wir ja hier mal Reserven hatten. Mit Betonung auf hatten. Und jetzt haben wir nicht mehr so viel, warum das auch immer der Fall ist. Hier sieht das eigentlich ganz okay aus. Ach, guck mal hier. Hier haben wir nämlich dann auch kein Schmutzwasser mehr. Da müssen wir mal wobei gehen, wie es aussieht. Aber da haben wir Schmutzwasser. Das wäre ganz gut. Das könnten wir mal rüberpumpen. Das sollten wir mal angehen, das Thema. Dass wir das ganze Schmutzwasser mal nutzen. Weil anscheinend kriegen wir nicht genug rein. Ja. Aber ich meine, gut, wäre jetzt noch nicht so dramatisch, weil ihr selber seht, sind die Tanks mit Frischwasser ja noch einigermaßen voll. Also von daher könnten wir, haben wir noch keinen Handlungsbedarf, was Frischwasser angeht. Was ist eigentlich hier eigentlich drin? Ist da was ist, was ist da drin? Eingang, Ausgang, so das Schmutzwasser, das heißt, da muss Frischwasser drin sein. Frischwasser, das könnte man eigentlich hier so mit rein bauen, oder? Das können wir eigentlich mal machen, müssen wir den Tank mal leer kriegen. So, ob das funktioniert, ist die Frage. Ich weiß auch gar nicht, ist der überhaupt noch aktiv? Ab und zu so ein bisschen, ne? Ja gut, sonst lassen wir das. Sonst lassen wir das erstmal. Weil ich glaube, ab und zu haut er noch mal ein bisschen was haut er noch ab und zu mal raus. So, Schmutzwasser geht da oben lang. Da haben wir auch ab und zu mal ein bisschen. Ja gut, wir können die Pumpe einfach umlegen. Das ist eigentlich recht einfach. Zumindest hier vorne. Das könnte man eigentlich mal machen. Und hier wollten wir sowieso umbauen. Und wir müssen eine zweite Pumpe setzen. Das wollte ich sowieso umbauen, weil das ist eigentlich Blödsinn, was wir hier haben. Schmutzwasser. Wo haben wir denn hier Schmutzwasser? Kriegen wir hier einmal rein. Wo kriegen wir Schmutzwasser? Achso, der pumpt da rein. Ach so, ja gut. Ja, dann bauen wir das sonst einmal komplett um, sodass wir das hier, dass wir insgesamt so ein Wasserbassin haben. Dann bauen wir das hier jetzt mal ein bisschen. So, sehen wir vielleicht nochmal einen zweiten vor. 1, 2, 3. Dann machen wir hier einen Tank rein. Viel Wasser kommt da ja auch tatsächlich gar nicht. Müssen wir ein bisschen umbauen hier. Machen wir hier zu. Und den mal zerlegen. Dann machen wir einfach hier so ein großes Bassin rein. Das können wir machen. Oh, was haben wir denn nun wieder? Druckerzeugen ist ja wenigstens hoffentlich mal was Sinnvolles. Oh, hier, Hilfspaket nehmen wir gerne mit. Hungern schon wieder. Okay. So, das weg. Das zerlegen wir noch. Pinscher Pfeffer, na ja, gut. Wir bauen mal alles ab hier. Ganzen Schmutz. Und den bauen wir ab und setzen ihn hier ran. Könnte man aber eigentlich noch weiter vorsetzen, das Ding hier. Können sie reinspringen. Ja, sonst bauen wir das einmal komplett um. Müssen wir alles hier auseinanderreißen. Dann bauen wir alles ab hier. Ich meine, einfach mal alles wegreißen. Mehr oder weniger alles wegreißen. Oder haben wir da noch Strom? Da haben wir Stromkabel. Das kann eigentlich alles weg.
Bau mal hier den. Komm hier alles weg. Einfach mal alles weg. Bauen wir mal alles weg. Können Sie nämlich dann hier eher mal hier vorne so eine Dinger hinbauen? Der kann eigentlich auch weg. Den mal komplett mal auseinandernehmen, den ganzen Humpen. Rauskommen die noch? Wie sind die denn hier rausgekommen? Achso, die haben hier ja noch einen Block. Ja, alles klar. So, dann bauen wir das nämlich dann einmal um. Nein, ich wollte eigentlich alles abbauen hier tatsächlich. Alles einmal abbauen. Beziehungsweise zumindest den Kram abbauen. Den Kram abbauen. Den Kram abbauen. Alles abbauen hier. Soll eigentlich alles weg. Eigentlich soll hier alles weg. Brauchen wir auch nicht auffischen. Dann machen wir nämlich hier noch eine Pumpe hin. Das können wir wegbauen. Das kann eigentlich alles runter. Und dann wollte ich die nämlich nach vorne setzen. Beziehungsweise da können wir eigentlich das noch hier hinsetzen. Passt schon. Und dann machen wir nämlich dann hier normale Ziegel rein. Oder wir machen diese Gitterziegel ran. Das können wir auch machen. Einfach mal Gitterziegel reinmachen. Hier vorne brechen wir nochmal ab, weil die... Na. Weil die sowieso dann noch bauen müssen. So. Dann machen wir nämlich dann etwas größeres Wasserbassin hin. Das ist eigentlich... Naja. So, Rohrleitung. Das kann eigentlich weg. Auch wenn wir das gleich nochmal neu setzen, mache ich noch das mal weg. Erstmal einmal blank ziehen, dann haben wir da wenigstens ein bisschen Tasche. So, ich mache mal Prio 9, weil da jetzt gerade jemand reingefallen ist. Das wäre sonst auch ein bisschen blöde. Wieder jemand reingefallen. Ah, was machen wir denn da sonst? So. Muss ich überall mal neuen reinsetzen. Ich glaube, da müsste es aber hier passen. Dann können wir hier... Ja, du sollst doch da nicht reingehen. So, Rohrleitungen können wir eigentlich auch noch abreißen. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Stromkabel liegen da auch nicht mehr. Wasserleitungen liegt da noch eins. Leitung weg. Veredeln. Veredeln machen wir sonst mal zwei. Ich da auch noch Strom.
können wir hier noch so ein zum Wasser entleeren. Wo war denn das? Medizin? Ne, wo war denn das? Und Flaschen entleeren? Wo ist denn das? Sanitär? Ah. So, müssen wir hier noch natürlich noch eine Pumpe reinsetzen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war... ja, gut, haben sie an der Stelle natürlich erstmal hier alles weggekloppt. Ja, das ist doof. Das ist doof, das ist doof. Vielleicht mal Alarm hier. Erstmal hier zumachen, das ist mal wichtig. Okay, alles klar. Super, hat sich schon erledigt, hat sich schon erledigt, hat sich schon erledigt. Alles gut. Dann machen wir das mal so. Dann machen wir jetzt mal hier klar Schiff. So. Das ist dann noch nicht so dramatisch. So, da haben wir denn für Algenproduktion ein bisschen was. Die Geschichte haben wir. Das ist in Ordnung. So, wo läuft der Schmutz hin? Natürlich genau überall hin, wo er nicht hinlaufen soll. Das ist natürlich jetzt gerade wieder Feierabend, ne? Klar, logisch. Und wir haben wieder 131.000. Das sieht doch schon mal ganz nice aus. Das ist schon mal ganz nett. Das ist da. Dann können wir hier nochmal, setzen wir nochmal so ein Ziegel rein. Hier, wupp. So, dann brauchen wir hier noch eine Pumpe. Eine Pumpe. Mittig, setzen wir die mittig oder wo setzen wir die rein? Wir können das natürlich auch so ein bisschen trichterartig bauen, aber ich glaube, das bringt hier nicht so allzu viel. Und eigentlich ist es auch ein bisschen bescheuert, was ich gerade mache. Weil die können ja eigentlich direkt... Warte mal. Weil die hauen doch... Die Dinger hauen doch eigentlich Schmutzwasser direkt raus, oder nicht? Wedeln? Ja, ja, direkt anschließen. Verschmutztes Wasser hauen die ja raus. Ne, dann können wir ja direkt anschließen. So, warte mal. Das ist ja nur ein Unfug, was ich hier gerade mache. So, da geht verschmutztes Wasser raus. Dann machen wir das so. Rohrleitung machen wir weg. Dann haben wir gleich direkt verschmutztes Wasser raus. Brauchen wir ja nicht extra noch Pumpen reinsetzen. Also eine Pumpe setzen wir trotzdem rein. So ist es nicht. Ne? Weil wir ja irgendwo haben wir dann eben dieses Schmutzwasser, was da ja rein muss. Außerdem haben wir hier noch Schmutzwasser. Das müssen wir natürlich auch hier hinpumpen. Also das ist an sich schon richtig. Aber nicht so, wie wir es vorher gebaut haben. Dann machen wir es trotzdem so. Das ist schon okay. Und das packen wir mal... Weiß nicht, hier so hin. So. Dann können wir hier ja hinpumpen. Das ist ja nicht so das Problem. So, und dann machen wir nochmal das und die Pumpe packen wir dahin. Das heißt, hier geht das Schmutzwasser direkt raus und hier haben wir noch die Pumpe direkt drin. Das können wir machen. So, zerlegen, Rohrleitung, das kommt alles weg, das brauchen wir nicht mehr. Strom brauchen wir natürlich noch. Tut mir leid, dass ich hier so ein bisschen Prio wieder auf das Wasser setze, aber muss ja mal weg, der Mist. Oh, hier haben wir ein bisschen Mischwasser drin. Ja, okay, ist doch nicht so dramatisch. Da ist auch kein Wasser, da ist auch alles in Ordnung. Ah.
das ist wieder ein bisschen. Gut, den müssen wir leider nochmal abbrechen, weil wir brauchen hier unbedingt eine Leiter. Bauen wir gleich nochmal ab, sonst. So, da können wir hier an diesen Strang sonst mal die Pumpe noch mit einspeisen. Achso, warte. Da fehlt ja noch was. Ein Output. Ja, weiß ich nicht, wo wir den sonst. Hier so lang? Weiß ich nicht. Ja, können ja hier so hinpacken. Wasser rein. Verschmutztes Wasser. Hat auch Priorität 8. Falls wir mal schmutziges Wasser haben, dann kann das gleich, wird das gleich vernünftig abgefüllt. Ach ja, wir wollen ja auch noch Strom machen, ne? Also Strom ein bisschen wieder. Strom wieder ein bisschen umbauen. Da haben wir Schleim, da wäre Grabeauftrag, da müssten wir wieder zumachen. Ach, hier müssen wir nochmal hin, ja gut. Okay, ja, wir haben hier kaum noch Erde im Kompost, ne? Wir haben noch nicht so viel verschmutzte Erde, glaube ich. 91 Kilo ist jetzt auch nicht allzu viel. Hier müssen wir noch ein bisschen produzieren. Eigentlich Luftdruck müsste eigentlich auch wieder ein bisschen mehr zunehmen, eigentlich. Das muss ich wieder ein bisschen mehr stauen, ja? Es staut sich momentan noch nicht. Wir hatten eben halt sehr viel Luft eben halt auch bei den Gasmasken eben halt reingepumpt. Also, was halt alles hier reingeht. Das nimmt natürlich dann auch immer sehr, sehr viel Luft weg. Also, wir müssen halt immer ein bisschen ausbauen. Wir müssen dann hier vielleicht noch ein, zwei zusetzen. Könnte man ja sonst noch machen. Aber ich... Bringt das was? Oder würde es was bringen? Oder ist es eine Sache des Stroms hier an der Stelle? Müssen eigentlich noch ein bisschen mehr Luft produzieren. Okay. Das sieht aber ganz gut aus. Hier haben wir. Ach, hier haben wir auch noch viel, auch noch Strom. Ja, kriegen wir jetzt hier schon Strom langsam hin? Jawohl, oder? Oder? Brauchen wir auch so ein bisschen Plastik. Langsam. Ach, hier hatten wir auch schon. Hier wollten wir auch noch ausbauen. Richtig, genau. Das ist auch in Ordnung. Da wollen wir die Slicks da reinsetzen. Da haben wir noch die... Ist Rohr blockiert? Achso, Rohr blockiert. Ja klar, logisch ist Rohr blockiert. Logisch. Macht ja sonst keinen Sinn. Weswegen war das Rohr jetzt noch da? Man weiß es nicht. Rohrleitung kann eigentlich weg. Hier wollten wir Slicks da rein haben, sofern wir mal... Möglichkeit haben. Druckerzeugung ist verfügbar. Vielleicht kriegen wir jetzt aber ein Slicks, ne? Ja, aber wir kriegen Keuchwurzsamen. Den nehme ich mit. Den Keuchwurzsamen. Und wir haben schon wieder keinen Schwefel mehr. Ja, gut. Das war absehbar. Haben wir denn hier mittlerweile hier drüben schon mal irgendwas gefunden, gesehen? Sonst irgendwas? Ne, da ist die Grenze. Das habe ich mir gedacht. Hier könnte man nochmal gucken. Aber hier ist auch nirgendwo... Irgendwie so ein Vorkommen, ne? So ein Schwefelvorkommen. Hier ist auch nichts weiter.
Hier haben wir noch überall schön Schleim. Das können wir nochmal verwursten. Aber hier ist nirgendwo. Hier müsste man halt hin. Muss man sich hier noch weiter runterbuddeln. Aber hier ist dann auch wieder das Problem mit Chlor und Kohlendioxid, dass sie sich dann nicht so vertragen. Deswegen hatten wir hier die Verbindung gebaut. Hier unten ist jetzt aber... Da ist noch irgendwie was hinter. Hier könnte man nochmal gucken, was dahinter ist. Da ist da noch irgendwo ein Geysir, den wir nochmal richtig gut gebrauchen können. Achso, genau. Hier wollte ich... Siehst du, hier wollte ich nämlich nochmal ein bisschen gucken hier. So, dann können wir nämlich bei dem Geysir hier gleich mal schauen. Das würde mich nämlich mal interessieren, was das für ein Geysir ist. Welche Prio hat das? Okay, machen wir insgesamt auf 8. Da ist auch sehr viel Kohlendioxid, ne? Ah, hier kommen mal Graubelweizen, haben wir. Hm, die sind jetzt endlich mal... Endlich können wir die mal ernten. Das ist doch auch nice. Moment, aber warum haben wir hier Schmutzwasser? Warte mal. Minus 3 Grad. Minus 22. Hoffentlich schmilzt hier nicht alles weg. Das wäre ein bisschen doof. Wir haben nämlich schon verschmutztes Wasser. Es kann sein, dass es wegschmilzt hier, ne? So, wir hätten aber... Ja, wir haben natürlich 29,5 Grad. Das kann schon sein, dass es deswegen wegschmilzt, ne? Aber wir hatten hier auch auf der Karte, ich meine, zwei von diesen komischen Geräten. Ich vergesse mal deren Namen. War das hier? Hier so ein Anti-Entropie-Thermoannulierer. Davon gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile mit dem sogar drei auf der Karte. Weil die produzieren ja. Wie war das denn bei denen? Selbstversorgende Maschinen, die anscheinend von Arbeiten... Ah, guck mal hier. Hier produzieren wir gerade Plastik. Sehr schön. Anscheinend verarbeitet Neutronium, verabsorbiert, neutralisiert Wärme, Energie, wenn sie mit Wasserstoff beliefert wird. Beliefert wird, ja, guck mal, da haben wir nämlich schon das Problem. Wir haben keinen Wasserstoff groß über. Wir müssen mehr Wasserstoff produzieren. Aber okay, gut, das ist erstmal noch nicht so unser Problem. Wird unser Problem werden, aber ist aktuell nicht unser Problem. Wir haben hier das bisschen, was wir an Wasserstoff hier haben, das nutzen wir eben zur... Regeneration, sage ich jetzt mal, um noch ein bisschen, ja gut, dann werden wir natürlich einen Wasserstoff-Geysir finden, wo ich jetzt gerade von spreche, ne? Hier so Wasserstoff, das wäre natürlich mega geil. Könnten wir natürlich vielleicht ein bisschen Glück haben, dass wir hier und da ein bisschen Wasserstoff nutzen können, das wäre natürlich super. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo, noch Schwefel haben, das sieht, glaube ich, etwas ärmlich aus, das Ganze. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. So, das wäre zumindest schon mal das. So, der hat noch kein Wasser. Das ist noch nicht so dramatisch. Eigentlich brauchen wir hier... Brauchen wir hier eine Leiter. Eigentlich auch nicht mehr wirklich, ne? Gebaut haben sie schon. So, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Sanitär. Zack. So, ich habe das Rohr jetzt einfach mal hier hingesetzt. Da könnte man das ja nachher nutzen, wenn man das hier abpumpt, dann kann man das hier direkt reinsetzen. Das ist angeschlossen, die können also betrieben werden, sofern wir Schleim haben. So, wir brauchen natürlich noch Ziegel. Zack. Ein Ziegel. Wir müssen das hier oben nur das Wasser nur so ein bisschen im Auge behalten. Man sieht, das geht nämlich schon ganz gut. Ganz gut runter. Jetzt haben wir schon einen Kanister weniger, einen Flüssigkeitstank weniger. Da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir da natürlich entsprechend Wasser reinkriegen. Das muss spaßig werden. Das kann eigentlich auch jetzt.
Mich weg. Wird wahrscheinlich aber ein bisschen, naja, es kann sein, dass die Viecher dahin nicht mehr rankommen, aber gut. Kilo Grubfruchtsamen. Packung Jungfisch. Schluckfisch. Ja, so viel Samen haben wir gar nicht mehr, ne? Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es ist so. Ja, haben wir nicht mehr so wirklich viel. Lagerkapazität 200. Teilt einmal täglich. Gut, Plastik haben wir jetzt 300 Kilo. Ist auch schön, dass er selber produziert. Das ist schon nett. Aber wenigstens ein bisschen Plastik mal produzieren. Verhungern schon wieder. Oh. Das hängt mit dem Luftdruck zusammen, aber eigentlich essen können sie. Also hier haben wir auf jeden Fall Sauerstoff. Wobei wir hier auch nur noch um die 1000 haben, ein bisschen weniger. Okay. Nächstes Projekt. Also gut, wir brauchen Plastik. Mal hier, was denn noch alles an Chlorgas ist. Das ist alles an Chlorgas. Das ist alles, was wir hier rauspusten. Hier oben. Oh, hier, guck mal, was da schon alles kaputt gegangen ist. Ich glaube, das verdampft hier nämlich wieder. Ich glaube, wir haben hier halt flüssiges Chlor, das hier aufgrund der Temperatur zu Wasser wird, also zur Flüssigkeit wird. Dann runter tropft, dann hier oxidiert das wieder. Und also Gas dann wieder. Also es ist schon interessant. Okay. Unerreichbarer Grabeort. Ja, unerreichbar, weil die nicht repariert werden hier. Okay, in Ordnung. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein bisschen forschen. Forschen wollten wir aber. Müssen wir hier noch ein bisschen machen. So, die Frage, wo forschen wir, ne? Also ich würde ja fast sagen, dass wir entweder hier forschen. Bis wo haben wir denn Strahlung eigentlich? Hier haben wir auch schon ein bisschen Strahlung, Uranerz. Also eigentlich könnten wir hier direkt hier forschen. Eigentlich können wir direkt hier forschen. Ich überlege nur gerade, wo wir das am besten machen. Wir haben jetzt hier ja, das ist Wolframit. Wollen wir hier sonst einmal... Das reißen wir auseinander. Wollen wir hier sonst weiter reinsetzen? Wir brauchen ja wieder diese komische Lampe. Aber die Lampe... Teilchenblitz... So, zieh die nahegelegene Strahlung an und erzeugt. Ja. Was strahlt denn hier so rum? Strahlt das eigentlich hier so nur so extrem an der Stelle? Warum strahlen die Dinger denn eigentlich so? Warum haben die so viel Strahlung? Das ist auf der einen Seite interessant. Ich meine, wenn die Strahlung haben, warum sollte ich denn... Da könnte ich ja direkt das nutzen, oder nicht? Das würde ich ja ganz gerne mal ausprobieren, ob
das tatsächlich, ob der tatsächlich die Strahlung wirklich, die Strahlung tatsächlich ausgibt hier. Warum hat er denn so viel Strahlung? Die haben ja fast mehr Strahlung als das. Das ist natürlich ein bisschen blöd, dass wir dann hier überall dann natürlich die das Eis abbauen müssen, ne? Aber nutzt ja nichts. Wir müssen irgendwie auch ein bisschen was kommen hier. So, das heißt, hier müssten wir eigentlich hier graben. Da müssen wir graben. Da müssen wir bauen. Das will ich nur einfach mal ausprobieren. Der wird nach oben wegspucken. Wir müssen wieder diese, nämlich diese Teilchenblitz-Redirector müssen wir nämlich bauen. Eigentlich müssten wir die hier so hinsetzen, idealerweise. Oder hier. Natürlich auch hier forschen. Oder hier. Ja. Müssen wir hier forschen, das ist aber auch bescheuert. Also ganz gefällt mir das alles nicht hier. Das haut mich alles nicht so vom Hocker. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich frage mich gerade, ob das, wenn ich das jetzt hier hinsetze, ob er dann diese Teilchenblitze, ob er die gegen die Maschine haut. Man muss ausprobieren. Muss ausprobieren, nützt nichts. ...90.000, haben sie wieder gut gefuttert. Frostbrötchen. Achso, Frostbrötchen machen wir auch für immer. Ja, okay. Dann würde ich aber sonst sagen, wir lassen sie erstmal ein bisschen ackern. Wir haben ja schon wieder genug Arbeitsaufträge gekriegt. Machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und ich würde sagen, wir müssen sehen, dass wir eben halt noch ein bisschen Richtung Forschung gehen, weil Richtung Forschung müssen wir gehen, damit wir eben halt Raketen sowas bauen können. Raketen müssen wir bauen, damit wir wieder vielleicht die Ressourcen anderer Asteroiden vielleicht nutzen können. Und ja, dann haben wir immer noch das Schwefelproblem. Wir haben Sauerstoffproblem, geht so gerade. Und einzelne Ressourcen, wie jetzt zum Beispiel Algen, sind auch nicht mehr da. Das heißt, da haben wir dann auch wieder so ein bisschen Probleme. Könnten wir aber auch fixen, indem wir halt ein bisschen mehr Schleim abbauen.
So, Überflutung wollte ich mir jetzt nicht angucken, sondern ich wollte mir die Druckerzeugnisse angucken. Was machen wir noch? Machen wir uns noch Barbecue. Zack, holen wir uns noch Barbecue-Pakete. Siehst du, so will ich das sehen. Ja, gut, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Oxygen Not Included wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.